Ich bin ein Gott, du stumpfe Kreatur! Mickriger Gott! In diesem und einem weiteren Video möchte ich euch zeigen, wie ihr Massen an Brettspielminiaturen möglichst schnell, einfach und zugleich stimmungsvoll bemalt, damit sie auf dem Spieltisch richtig was hermachen. Und damit moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Für dieses Jahr habe ich mir eine kleine Challenge gesetzt. Und zwar möchte ich den Großteil meiner Marvel-Zombies-Modelle bemalen. Ich hatte ja bei dem Kickstarter von Simon mitgemacht und neben dem Grundspiel auch eine Erweiterung sowie rund 90 Stretch-Goal-Figuren erhalten. Damit warten nun knapp 200 Miniaturen auf Farbe. Zwar werde ich ein paar der Superhelden noch verkaufen, weil sie mich nicht interessieren, doch rund 150 bis 160 Figuren werde ich definitiv behalten. So eine Masse an Figuren benötigt natürlich eine Art Bemalplan, um möglichst schnell und effizient voranzukommen. Genau wie beim Bemalen einer Warhammer-Armee oder so. Ich habe meine Modelle daher in drei Gruppen und auf zwei Bemalvideos aufgeteilt. In diesem Video nehme ich mir die große Masse an Shield-Agenten, Specialists und Guards vor. Das sind im Grundspiel quasi die 0815-Gegner, die mit über 60 Modellen bereits einen dicken Brocken meiner Spielfiguren ausmachen. Jede Figur gibt es übrigens mehrfach, wodurch man sie prima in Gruppen mit identischen Miniaturen bemalen kann. Tipps und Strategien zum effizienten Bemalen der menschlichen Charaktermodelle und der Superhelden sowie Zombiehelden gibt's dann im nächsten Teil dieser Serie. Für die Bemalung verwende ich vorwiegend die Express Colors von Vallejo. Ihr könnt aber natürlich auch die Contrast Colors von Games Workshop, die Speed Paints von The Army Painter oder klassische Acrylfarben verwenden. Die semitransparenten Farben haben lediglich den Vorteil, dass man mit nur einem Farbauftrag bereits in den Vertiefungen dunkle Schatten erzeugt und sich somit den extra Arbeitsgang mit einem Wash erspart. Ich empfehle euch, eure Modelle in Gruppen zu sortieren. Am besten sogar in Gruppen mit immer genau den gleichen Miniaturen. So könnt ihr dann in einem Rutsch jeweils Haut, Waffen, Kleidung etc. an immer denselben Stellen an identischen Modellen bemalen. Was deutlich schneller geht, als wenn die Figuren unterschiedliche Posen hätten. Grundiert eure Figuren zunächst weiß, zum Beispiel mit einer Sprühgrundierung von einem beliebigen Hersteller. Damit habt ihr einen idealen Untergrund für die semitransparenten Express Colors, denn auf weiß kommen solche Farben besonders gut zur Geltung. Stellt euch dann am besten nur 3 bis 4 Hauptfarben für eure Modelle bereit, um zwischendurch nicht viel überlegen zu müssen und euch nicht in Details zu verlieren. Ich habe hier ein Weiß bzw. Hellgrau für die Applikation an der Kleidung, eine Hautfarbe, ein Schwarz für die Waffen und ein Blau für die Kleidung. Hinzu kommen noch ein paar weitere Farben für Details. In meinem Fall noch ein Gelb für das Shield-Emblem und eine Handvoll verschiedener Brauntöne für die Haare. Den Spezialisten spendiere ich dann noch ein Hellblau für deren Brillen. Deren Rucksäcke, Knie- und Schulterpolster bemale ich genau wie die Waffen in Schwarz. Tragt die semitransparenten Farben am besten von hell nach dunkel auf, denn so könnt ihr mit den hellen Farben zunächst etwas grober und auch mal übermalen. Erst beim Auftragen der dunklen Farben müsst ihr dann etwas genauer malen. Und habt bloß keine Angst, wenn euch mal ein Fehler passiert. Lebt einfach mit kleinen Missgeschicken und malt direkt weiter, denn diese 0815-Figuren werden im Spiel meist immer im Pulk und eventuell auch nur kurze Zeit auf dem Spielfeld stehen. Hebt euch eure Malskills und Hobbyzeit lieber für die Hauptfiguren, also für später auf. In meinem Fall sind es die Superhelden und Zombiehelden. Die Guards bekommen daher auch nur ein paar graue Details, bevor die Rüstung mit einem Mix aus Schwarz und dem Kleidungsblau der Shield-Agenten bemalt wird. Das große Emblem auf den Schilden bemale ich nur in Gelb, obwohl es laut Vorlage in den Vertiefungen schwarz ausgemalt gehört. Aber das Gefrickel und den Zeitaufwand erspare ich mir, denn hey, die Guards sehen in meinen Augen auch so cool aus. Das einzige, was ich den Guards noch spendiere, ist ein leichtes Trockenbürsten mit einem Sandbraun. Dadurch werden die Kanten akzentuiert, was die dunklen Modelle etwas plastischer wirken lässt.
Auch die Böden auf den Bases helle ich auf dieselbe Weise auf, nachdem ich sie zuvor mit zwei Contrastfarben nass in nass bemalt habe. Für die hellen Staubwolken an den Schuhen der Specialists habe ich noch einen dritten Farbton verwendet. Die Base-Ränder erhalten dann noch schwarze Farbe, bevor alles mit Mattlack aus zum Beispiel der Spraydose versiegelt wird. Denn die Minis müssen beim Spielen ja einiges aushalten, daher ist eine schützende Versiegelung wichtig, um unschöne Farbabplatzer zu vermeiden. Ich habe mir vorgenommen, in den nächsten Wochen jeden Tag immer ein bis zwei Farben an einer Gruppe von Modellen aufzutragen. Das ist ein geplanter Zeitaufwand von vielleicht jeweils 15 Minuten pro Tag, also absolut machbar. Und wenn ich an einem Tag mal Bock habe, länger zu malen, dann mache ich das natürlich und sehe das als Bonus. Und sobald die Minis fertig sind, folgt Teil 2 dieser Serie. Welche Tipps habt ihr, um viele Miniaturen einigermaßen effizient zu bemalen? Schreibt's gerne in die Kommentare, ansonsten sehen wir uns nächsten Freitag. Bis dann!